hier am Ende in Berlin zu sein, ist ja, einfach ein überragend gutes Gefühl. Und wir haben letztes Jahr, ja, wollen, oder sagen wir mal so, wollen unbedingt gewinnen. Da haben Sie natürlich ein paar Dinge aufgezählt, die Sie da so durchgegangen sind, so dass Aubameyang, glaube ich, sein Abschiedsspiel morgen noch hat, da wissen Sie mehr als wir. Also das sind Dinge, die jetzt gerade keine Rolle spielen und auch die persönliche Situation um mich und die Situation um die Trainer Rolle spielt keine Rolle in der Vorbereitung, auch für mich persönlich. Für mich persönlich, ich spüre eine große Ruhe gerade. Ich glaube ganz fest, dass im Moment alle Gedanken von allen bei Borussia Dortmund ausschließlich dem morgigen Spiel gelten. Das Vertrauen zu meinen Spielern ist so groß wie immer und auch nach dieser Saison mit diesen vielen, vielen besonderen Ereignissen ungebrochen. Im Gegenteil, es hat für viel, viel Klebstoff gesorgt innerhalb der Mannschaft, die eine ganz außergewöhnliche Reaktion und Entwicklung durchgemacht hat und auch zwischen den Spielern und mir. Und das gilt so auch weiterhin. Es ist nicht möglich, solche Leistungen zu bringen, wenn das nicht gegeben wäre. Wie besonders wäre so ein Titel nach dieser doch schwierigen Saison? Ja, sehr besonders nach jeder Saison und natürlich auch vor allem für uns nach dieser Saison wäre das schon nochmal ein ganz besonderer Schlusspunkt, den wir uns natürlich auch wünschen.